Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie haben recht, es ist ein Feinschmecker-Thema. Und ich würde auch sagen, es hätte auch ausgereicht, eine kleine Anfrage zu stellen, Herr Kollege Witzel. Jetzt kann man natürlich so eine Rede, wie Sie sie eben gehalten haben, dann schön ins Netz stellen und auch zeigen, dass man hier aktiv ist. Das ist schon nachvollziehbar in der Opposition. Aber bei diesem Punkt ist es ja so, und das hätte Ihnen eine kleine Anfrage beantwortet oder ein Gespräch mit Kollegen im Ausschuss oder mit dem Ministerium, dass der Sachverhalt der Landesregierung entsprechend bekannt ist. Es wurde ja schon 2014 eine Arbeitsgruppe eingerichtet zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium. Es gibt eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu dem Thema. Und das Ziel ist, bis zum Ende dieses Jahres entsprechend auch ein Maßnahmenpaket vorzulegen und dann entsprechend auch durchzusetzen. Von daher mit dem Thema sozusagen rennen Sie offene Türen ein. Das Anliegen teilen wir inhaltlich, also dass sich da entsprechend etwas bewegen muss. Ich würde eine Sache gerne noch mit sozusagen anfügen. Der Bereich der Einfuhrumsatzsteuer ist ja ein Teil. Aber wenn man sich die Wettbewerbsfähigkeit unserer Frachtlogistik anguckt, speziell hier im Bereich Luftverkehr, es geht natürlich hier insbesondere um den Flughafen Köln-Bonn in Nordrhein-Westfalen, dann ist das ja sozusagen, also die Wirtschaftlichkeit und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieses Standorts nicht nur davon geprägt, dass man hier im steuerlichen Bereich bei der Einfuhrumsatzsteuer zu einer Verbesserung oder zu anderen Regelungen kommt. Der Flughafen Köln-Bonn zeichnet sich durch eine 24-Stunden-Offenheit auf. Wir haben hier überhaupt keine Nachtflugregelung. Wir haben eine sehr gute verkehrliche Anbindung beim Flughafen. Wir haben Flächenreserven für die Ansiedlung von Logistikunternehmen. Der Flughafen prosperiert gut. Es gibt gute wirtschaftliche Zahlen, insbesondere im Frachtbereich. Also ich sage das deswegen, weil wir in den letzten Wochen ja auch angeschrieben worden sind von Bürgermeistern aus der Region, von IAK etc., also dass sozusagen das Wohl und Wehe des Flughafens Köln-Bonn im Frachtbereich nun von einer Neuregelung im Bereich der Einfuhrumsatzsteuer abhängt. Herr Kollege, das, Zwischenfrage. Das würde ich sozusagen relativieren wollen. Es ist ein Standortfaktor in diesem Bereich, es ist aus meiner Sicht nicht der entscheidende. Und wenn man sozusagen so gute Standortfaktoren hat, wie der Flughafen Köln-Bonn es hat, würde ich sozusagen das ein bisschen versuchen einzusortieren und mit der sozusagen Forderung an die Politik ranzutreten, finde ich legitim, aber ich finde es eine Maßnahme und es gibt sozusagen sehr viele gute Standortfaktoren, von denen der Flughafen Köln-Bonn im Gegensatz zu anderen Airports, wenn ich mir das in den Niederlanden angucke, in Belgien angucke oder in sozusagen angrenzenden Bundesländern, beispielsweise in Frankfurt, gibt es eine sehr klare Nachtflugregelung, die natürlich aus grüner Sicht deutlich unterstützt wird, mit einer Regelung zwischen 23 und 6 Uhr, dort eben keine Maschinen starten und landen zu lassen. Und der Flughafen Köln-Bonn, den Satz würde ich gerne noch zu Ende führen, dann lasse ich auch eine Zwischenfrage zu. Also, die Maßnahme ist wichtig und durchführenswert, aber sie ist nicht die entscheidende, was die Wirtschaftlichkeit der Logistikbranche angeht an den Flughäfen. So, jetzt gerne eine möchte Frau Freimuth eine Zwischenfrage stellen. Und wenn Sie das genehmigen, Herr Kollege, dann schalten wir das frei. Bitte schön, Frau Freimuth. Vielen Dank, Herr Präsident. Und lieber Kollege Glocke, stimmen Sie mir zu, dass das von meiner Fraktion aufgezeigte Problem nach wie vor existent ist und dass es das gute und legitime Recht einer jeden Fraktion in diesem Haus ist, dass ihr dafür geeignete Mittel zu wählen, ein solches Thema und eine solche Problematik auch aufzuzeigen? Ja, das kann ich kurz und knapp beantworten mit Ja. Das ist Ihr legitimes Recht. Ich glaube, man hätte es sozusagen auf kleinerer Ebene auch in die gleiche Richtung bewegen können, aber das ist Ihnen unbenommen, das zu machen und deswegen führen wir die Debatte. Und ich bin auch am Ende meiner Rede, habe ja meine Ausführungen dazu gemacht und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.